Ihnen darf ich euch hier begrüßen. Wir haben ein Sonderprogramm heute an unserem Abschlussfahren. Wir haben einen einmaligen Anlass. Wir feiern heute unsere erste weibliche Panzersoldatin. Sie wird heute ihr Fahrzeug fassen. Wir werden ihr das feierlich übergeben. Wir werden ein Fahrzeugtaufe haben. Wir werden ein Gebet machen. Anschließend werde ich übergeben an den Fahrlehrer von der IGRC Panzer. Und dann mit unserem neuen Panzersoldat eine Fahrschule durchführen. Und wenn die bestanden ist, wird es eine Urkunde geben und eine Prämierung. Also ihr seht, wenn ich sie etwas einfallen lasse. Bestanden ist. Ja, das ist eine Voraussetzung, dass die Fahrschule auch bestanden wird. Ich darf jetzt das Tritt bitten, hier reinzukommen, damit ich ihr feierlich den Schlüssel übergeben kann. Astrid, ich übergebe dir hier deinen Schlüssel zu deinem Fahrzeug. Jetzt kommen wir zum Fahrzeug. Wir haben das hier aufbereitet. Sie hat sich ein Fahrzeug gewünscht. Ich habe ihr das organisiert. Es ist noch nicht ganz fertig, aber es ist so weit, dass es heute fahren kann. Die ersten paar Stunden vollziehen. Darf ich dich bitten? Die Köfferchen auszupacken und das Fahrzeug mal rauszunehmen. So, also. In dieser Schachtel ist das restliche Bastelmaterial zum Fertigbasteln. Das Fahrzeug ist noch nicht fertig. Du darfst das Fahrzeug rauslöpfen. Yes. Wir haben eine Fernsteuerung dazu. Nein, das ist noch nicht fertig. Machen wir jetzt, kannst du den Deckel oben drauf machen. Ja, ist das glaube ich so. Also. Sie hat sich einen Tiger 1 gewünscht. In diesem Fahrzeug haben wir zum Glück noch nicht so viele reingegeben. Das Fahrzeug wird jetzt eine Taufe kriegen, einen Armen. Sie hat sich einen Armen ausgegeben. Unser Fahrer von der IGRC Panzer wird das Akt jetzt vollziehen und die feierliche Taufe von diesem Fahrzeug ausführen. Also, kurz vor, schreitet zum Amt. Also, wir reden in Hochdeutsch, was alle verstehen. Liebe IGRC Panzer Schweiz Gemeinde, liebe Besucher, haben wir zwar nicht, aber wir sind zusammengekommen, um diesem Tiger einen Namen zu geben. Tiger ist ja da. Ich bringe deinen Panzer zur Taufe, damit er aufgenommen wird in die Gemeinschaft der großen Panzerbrigade. So bekommt er zu seinen anderen Modellen noch Tausende hinzu. Wir teilen eine weltweite Gemeinschaft von Panzer und anderen Modellen. Erwin, so hast du ihn genannt, nimm ihn als Zeiger an der Wanne. Also Erwin Rohr. Also. Erwin Rohr. Und am Turm, dort in der Vorsitzung, als Verbindung zu deinen Geschwistern. Lasst uns nun beten und Erwin herzlich willkommen heißen auf dieser Welt. Als Gebet. Zum Gebet. Panzer Gott, unseren Schlachtgetümmel, geheiligt werde deine Durchschlagkraft, deine Zerstörung komme, deine Vernichtung geschehe, auf dem Schlachtfeld in der feindlichen Basis. Unser tägliches Panzer wir gib uns heute und vergib uns unsere Freunde die Feier. Wir haben hier vergeben den Pfeilern. Und führe uns nicht in die Niederlage, sondern weise uns den Weg zum Sieg. Denn dein ist der Feuerlöscher, die Werkzeuge und der Verbandskasten. In Kriegszeit wie auch in der Not. Amen. Das ist der Rohrausstoß. Ja, der Schatz und das Rohr reinigen. Also, Astrid.
Wie gesagt, das Fahrzeug ist noch nicht fertig gebaut. Sie wird es jetzt dann an der BWU bei uns zusammen fertig machen. Wir haben schon gesagt, dass sie sehr gut rasiert ist im Modellbau. Sie hat schon 1 zu 72 Modell gebaut. Gut ab, weil das ist sehr gleich. Dieses Fahrzeug hat hier im Moment noch einen Hauptschalter, der wird später in den Turm eingebaut. An diesem Hauptschalter tust du ihn einschalten. Die Fernsteuerung in der Mitte Hauptschalter, immer zuerst die Fernsteuerung einschalten und dann den Hauptschalter vom Fahrzeug einschalten. Thank you.